So. Schön alles sammeln hier. Mir war nicht klar, wie hungrig ich war. Boah. Das Food hat auf jeden Fall einen guten Buff gegeben. Sieht aus wie eine Art Steinbruch. Und er ist voller Dornrüttel. Die Maschine stört sich nicht an Säure. Digga, sind hier viele. Ich spiele mit Controller top. Ah, nice, Lay V-Rox. Kann ich mir auch vorstellen, dass das so viel Spaß macht, dass man da gerne mal öfters reingeht. So. Der Steinbruch ist sicher. Sende, komm doch mal her. Wir müssen reden.
Sander! Moin, alles gut? Hier drüben, Mädchen, ich möchte dir danken. Keine Ahnung, was eine Nora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Moin Markus, alles gut bei dir? Ja, und selbst? Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Arvind nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Arvind so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Arvinds Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Okay. Ersten bin ich fertig, ja. Der Tom, dankeschön für den Follow. Alles bestens, sehr schön. Freue mich zu hören, Markus. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Schön haben wir den Knochen. Toter Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Knusperwanst, moin, ich spiele auf normal, Slay. Oh. Das ist eine Sprengfalle. Tote Maschinen und eine Falle. Sieht aus, als ob jemand diesen Pfad hier freihalten wollte. Okay. Sammeln wir mal hier schön ein. Boah, das sieht so krass aus alles, ey. Ne,
Nee, warte, ich guck mich erstmal da um. Wer auch immer sie sind, sie wollen wohl in Ruhe gelassen werden. Ich muss da eigentlich lang, aber die lassen mich da nicht durch. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Relay, moin. Alles gut? Welt. Sieht wie eine Art Gebäude vor steilen Klippen aus. Das Bild ist unvollständig. Aber wenn ich es am Aufnahmeort ausrichte, kann mein Fokus vielleicht die Lücken füllen. Als wäre das Gebäude auf dem Bild in der Nähe eines Flusses. Vielleicht gab es früher eine Brücke in der Nähe. Wahrscheinlich hier, ne? Ich glaube, ich clear erstmal da drüben, dann kann ich in Ruhe gucken.
sind dir sehr dankbar, Retterin. Nur Aloy. Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Wuadis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden. Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Ich sollte jetzt wohl mal los. Wisst ihr, wo ich Erend finde? Der Hauptmann verfolgt ein paar Dornrücken weiter westlich. Folge einfach den Flüchen, dann findest du ihn. Und wenn du unterwegs auf Dornrücken triffst... Lass ich keinen auf mich drauffallen. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen? Sind recht praktisch im Kampf. Danke. Mach's gut, Aloy. Verwende Rauchbomben, um Gegner in der Nähe zu verwirren und zurück in die Tarnung zu flüchten. Können auch unter Wasser benutzt werden. Fokus hat das Aussichtspunktbild verloren. Ich habe mich zu weit wegbewegt. Okay, was haben wir hier drin? Ich muss zuerst etwas weiter weg. Ein paar Daten sind intakt. Ihr persönlicher Zugangscode von Zion Lodge Rezeption. Datenbeschädigung minimal. Betreff Ihr persönlicher Zugangscode. Guten Tag. Danke für Ihre Buchung in der Zion Lodge. Bei Ihrer Reservierung haben Sie für die Parklizenz rot entschieden. Haben Sie sich für die Parklizenz rot entschieden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, für die unsere Unterkünfte bekannt sind, ist das Zufahrtstor für Gästefahrzeuge durch einen persönlichen Code geschützt. Der Einfachheit halber gilt dieser Code nicht nur für Ihren Parkplatz, sondern gewährt auch den Zutritt zu Ihrem Zimmer. Ihr persönlicher Zugangscode lautet @Raute und Ausrufezeichen. Bitte denken Sie daran, dass dieser Code vertraulich zu behandeln ist und geben Sie ihn während Ihres Aufenthalts nicht an andere weiter. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Eine sichere und angenehme Anreise wünsche ich Ihnen, das Team der Zion Lodge. Mr. Brave, bitte entschuldigen Sie die Umstände. Wir haben seit einiger Zeit Probleme mit unserer Parksystemsoftware. Bitte verwenden Sie einfach den Code 1705, um auf den Parkplatz zu fahren. Leider sind wir im Moment nicht in der Lage, diesen zu ändern. Danke für Ihr Verständnis. Theresa Morton, Geschäftsführung. In den Daten ist ein Code für eine Tür. Kann ich sicher noch brauchen. Eine Kiste, die sollte hilfreich sein.
Mal sehen, was da drin ist. Unten geht die Ruine weiter. Wohin jetzt? Okay, ich komme nicht mehr an den Vorsprung. Ich muss wohl anders da hoch. Licht hier unten. Das wird nichts. Runter damit. Ich muss es von weiter weg versuchen. So. Okay. Wo geht's hier wohl hin? Toll. Eigentlich solltest du da dran springen. Da gehst du auch so rüber. Na, okay. Irgendwie was Blaues. Oh no. Bin ich hier runtergefallen? Egal, dann sammle ich jetzt erstmal hier den ganzen Schlüssel. Ich habe noch kein Schlüsselmodul. Vielleicht sollte ich mich nochmal umsehen. Hallo, Loki, warte mal. Oh, hier liegt auch noch. Ist auch noch eine Kiste. So viel Stuff hier, ey. So. Ah, guck mal. Ein Schlüsselmodul. Wer sucht, der findet. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen, sodass er zum Aufsichtspunktbild passt. Moin, Johannes. Alles gut? Sachen für den Vorrat. Makelloser Zahn. Aha. Wie ist das Game? Saugeil. Macht sehr, sehr, sehr viel Spaß.
Ich bin seit 7 Uhr schon am Zocken. Mal sehen, ob der Schlüssel passt. So. Man braucht wohl auch einen Code. Vielleicht helfen mir die Daten, die ich gesammelt habe. Oh. Eins, sieben, null, fünf. Was ist dieses Ding? Ich behalte das lieber. Vielleicht kriege ich später raus, was ich damit mache. Hier schien mal eine Brücke gewesen zu sein. Wahrscheinlich muss ich von hier. Okay, noch ein paar die Ruinen einer Brücke. Da ist es ja! Ha. Das fertige Bild hat eine Datei freigeschaltet. Die Aussichtspunkte wurden wohl von Miriam Technologies errichtet. Das war Elisabeths Unternehmen. Ob ich wohl in der Wildnis noch mehr von ihnen finden kann? Ich habe 4 Fertigkeitspunkte. Oh. Ist das eine passive oder ist das eine Fähigkeit? Du hast einen Mutstoß ausgerüstet. Mutstöße sind extrem mächtige, seltene Fähigkeiten, die in einem Kampf augenblicklich das Blatt wenden können. Fülle deine Mutstoßleiste und entfessle diese ultimative Kraft. Mut verdienst du durch taktisches Spielen und sobald ein Segment der Mutstoßleiste voll ist, aktiviere deinen Mutstoß.
indem du das Waffenrad öffnest, LB und RB antippst. Schalte im Fertigkeitenbaum zusätzliche Stufen eines Mutstoßes frei, um weitere Segmente zur Mutstoßleiste hinzuzufügen und zusätzliche Effekte zu erhalten. Ist bei dem Spiel eigentlich viel Crafting mit drin, ja? Luxi Moritz Machalekovic Witcher, dankeschön für eure Follows, ihr drei. Herzlich willkommen. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Okay, Planänderung. Willkommen zurück, Rotschopf. Ich kann immer noch Hilfe brauchen. In Brutstätten erfahre ich einen Schaden. Aber wo finde ich einen? Das war der letzte. Oh. Hallo, Schwester. Was für ein Tag. Okay, das ist geil mit den Fähigkeiten noch zusätzlich. Massimondo, moin! Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. Komm, Martin, danke schön für den Follow. Ich will mich ordentlich bedanken. Ginso, moin, dir auch. Danke, danke. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Süden, verfolgen sie mehr Dornrücken? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln. Und weniger potenzielle Unfälle. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orvent. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Irvend-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns.
Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Stolperfallen erlauben dir, verschiedene Arten von Stolperdrähten zu platzieren. Tippe RT an, während du zielst, um den ersten Ankerpunkt zu setzen. Und feuere erneut, um den zweiten zu platzieren. Es gibt ein Limit, wie viele Stolperdrähte man zur selben Zeit platzieren kann. Sei vorsichtig, nicht in deine eigenen Stolperdrähte zu laufen. Gegner, die den Stolperdraht auslösen, nehmen Schockschaden und Schockaufbau, was durch ein Symbol über ihnen angezeigt wird. Wenn das Aufbausymbol voll ist, dann werden Gegner für eine kurze Zeit geschockt. Gegner können sich in dem betäubten Zustand nicht bewegen und sind anfällig für kritische Treffer von Nahkampfangriffen. Scanne Gegner mit dem Fokus, um herauszufinden, ob sie resistent oder anfällig gegen Schockangriffe sind. Ich muss den wirklich, wenn ich die Teile haben will, auch entsprechend die Teile abschießen. Boah.
also Forbidden West ist ja schon vom Ding her deutlich besser. Sith Lord ist ja viel umfangreicher ausgebaut, das Spiel, auch was die Animationen, die Grafik angeht. Ist halt, ne, du merkst halt, dass da auf jeden Fall erstmal mehr Budget in das Spiel geflossen ist und auch viel mehr Features vorhanden sind. Ist ja auch klar, ne, die bauen ja dann auf ein bestehendes Franchise und bestehendes Spiel so auf. Chaos, moin, alles gut? Und Mikito, moin, ja? Ich habe vorher Horizon Zero Dawn durchgespielt und jetzt bin ich in Forbidden West unterwegs. Doch, ich spiele gerade auf dem PC, Florian. Das Game kam jetzt vor kurzem für PC raus. Mir geht's gut. Komisch. Manche seiner Teile sind verändert. Wie von einer Überbrückung. Sieht nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt? Ich werde den Pfad nach oben folgen. Chaos, ich wünsche dir viel Spaß, mir geht's gut. Wieder eine Höhle. Stefan, Dankeschön für deinen TikTok-Follow. Liebe geht raus. Mal sehen, wohin das führt. Die alten Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang.
woher dieser Rauch kommt. Gehen wir gleich hoch. Wir gucken uns jetzt erstmal noch um. Scheint weit in die Tiefe zu führen. Sackgasse. Den Weg haben wohl auch Dornrücken eingerissen. Oh, das ist so ein kleines Vorratslager. In Berge zu sprengen. Und auf einem der Fässer ist ein Zettel. Die Nachricht ist für Owald. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Owald ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Javad davon unterrichten. Okay, dann habe ich das hier fertig. Owald hat also heimlich in der Mine gesprengt, um sie restlos auszubeuten, bis Dornrücken dort einfielen. Vielleicht machen die Sprengungen ihnen den Weg frei. Aber woher? Dornrücken. Die Gleise sind unter ihm weggebrochen. So, dann gehen wir mal zurück.
Nice. Wieder einen Knochen gekriegt. Bomber, dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Oha, der ist ja noch nachgeflogen. Moin, Saftbockwurst, alles gut? Hier bin ich! Komm und hol mich! Ne, Mount habe ich noch nicht. Sei willkommen, Fremde. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal abgeben. Ich hoffe, dass dann ich auch mal hier handeln kann. Wäre schon nice. Gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaubst doch nicht. Dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter.
Ich muss gehen. Natürlich. Fun Blackbird, moin. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Ich habe in den Städten schon mal gelernt, Maschinen zu überbrücken. Was ist hier draußen gewesen? Hier ist on, moin. Danke, danke. Spuren. Vielleicht von Ehren und der Garde. Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Einer weniger! Das hier! Dafür wurde ich geboren! Keine Buchhaltung! Keine... Patrouillen am Nachmittag! Nur der Kampf! Aloy? Mach den Rest. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe.
Moin, Archie. Nö, also ich zock gerne Open World Games und so. Auf halbem Weg treffen. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Moin, Pandadoc und Schappidi. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Schon gut, schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig. Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? War ja klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja. Stell dich nicht so an, ich komme. Oh, es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester. Den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du haust ab. Wer tut schon sowas? Erend, hör mal. Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber was ich getan habe. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Dann lass mich helfen. Oh. Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht bei Menschen, die mir wichtig sind. So viel zu nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede. Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein, nein, nein. Du wirst anderswo gebraucht. Wie es scheint. Wir kommen ohne dich klar. Robs, dankeschön für 11 Monate. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Liebe geht raus. Danke. Die gute Nachricht. Und wo dies? Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. So. Oh. Da ist aber noch ein unbekannter Ort. Den holen wir uns jetzt erstmal. So wie es aussieht. So wie es aussieht, komme ich da aber noch nicht hin.
Das brauche ich jetzt nicht, diese Seilrutsche. Sprengpaste. Boah, einige interessante Sachen wieder bekommen, ne? Moin Trident, wie geht's, wie steht's? Alles fit? Ja, und selbst? Die Klanghülse kriegst du also, wenn er das einsetzt und dann draufschießt auf die Brust von ihm. Nice. Wie weit bist du schon vorangeschritten in der Story? Boah, gar nicht weit. Ich bin hier mehr am Erkunden gewesen. Also, ich habe hier heute gefühlt alles erstmal erkundet seit 7 Uhr. Zeit, Alvin zu überreden, zu pfeifen und wo er dies nach Fahrlicht zu bringen. Ah, du bist ja noch hier. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... 2 Tage. Nein, du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du's jetzt, oder ich mach's. Ha, ich wusste, dass du's schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Die Pfeife soll ertönen. Kettenkratz ist wieder im Geschäft! Großartig. Yay! Und Alvind hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah! Das ist schon besser! Yeah! Aha! Ja!
Ja! Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Händler sind jetzt verfügbar. Du kannst neue Ausrüstung kaufen, deine Rohstoffe auffüllen und an Händler unbenötigte Objekte verkaufen. Objekte in der zu verkaufende Wertgegenstände-Kategorie kannst du immer verkaufen. Es gibt viele verschiedene Arten von Händlern. Näher verkaufen schützende neue Outfits, Jäger verkaufen starke neue Waffen, Kräuterkenner verkaufen wertvolle Tränke, Köche verkaufen Nahrung, die Fertigkeiten stärkt. Andere Händler haben ihre eigenen einmaligen Vorrat. Geh zu einem Händler, wenn du ihm begegnest. Jetzt, da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wardis nach Fahrlicht schicke. Eigentlich ungern JB Gaming TV, weil zum Beispiel bei sowas wie Horizon Zero Dawn bist du dazu angehalten, zweimal durchzuspielen. Und ich weiß halt nicht, ob das die Leute im Stream langfristig interessiert, wenn ich zweimal hintereinander dasselbe Game durchzocke. Ich habe nur das Beste für dich, Rotjob. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht sowas Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. Scharfschussbogen. Ich verkaufe erstmal. Komm gerne wieder. Und bin ich endlich dran? Dein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. Scharfschussbögen sind mächtige, äußerst präzise Fernkampfwaffen. Sie sind beim Abfeuern aus der Bewegung heraus weniger präzise und können nicht beim Gleiten verwendet werden. Nicht vergessen, feuere Elementarpfeile, um Kanister des gleichen Elementtyps zu sprengen. Von deinen Abenteuern. Meine Rüstung kann dir helfen. Erstmal die Werkbank. Nabelschweinknochen. Proviantbeutel. Boah, da brauche ich eine Fuchshaut.
Oh, ich brauche wieder eine Gräberklanghülse. Und da brauchen wir noch ein Reishorngeweih. Ein Spulenplatz wurde für eine deiner Waffen freigeschaltet. Okay. Ja, dann muss ich jetzt erstmal noch die Dingswühler da, ne? Gleich suchen. Kein Zufall, moin! Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut. Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Guardis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Nice, wir haben wieder Fähigkeitspunkte. Ah, mit 3 Punkten kann ich die Fähigkeit sogar nochmal verbessern, ja. Fähigkeit gefällt mir sehr. Kann ich Silence aufspüren? Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Auf und kann uns doch nicht einfach ignorieren, oder? Wegen ihm wären wir fast gestorben. Na, sieh uns doch mal an. Was sollen wir denn machen? Ihn mit Arnulfs Krücke bewerfen? Einen ganzen Berg Maschinen hochgeschleudert. Genau. Gescannte Glyphen, Schriftrolle, die teilweise verbrannte Titelseite einer illustrierten Zeit zum Hämmern. Oh nein, sollen die Hammersöldner nur tun? Nun, da Gunnard all ihre Dienste in widerwärtigen Wetten verloren hat. Eine neue Söldneraufgabe, das werden sie tun. Dieses Mal wagen sie sich unsere Helden tiefer in einen mysteriösen Tunnel am Rande von Anrecht vor, auf der Suche nach der verschwundenen Tochter des Präfekten. Darin finden sie eine Maschine, die ihnen den Kampf ihres Lebens beschert. Werden sie die Borgkiefer des unbändigen Giganten überstehen? Werden sie die verschollene Maid retten? Das erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe von Die Hammersöldner. Namensdiebe und Steinbrecher. Oh, ich dachte schon, er okay. Hätte er das doch bloß getan. Ihr habt sehr geschafft, wie ich sehe. Hammer und Zange. Allerdings, Jägerin. Moin, Wolkenwolf. Von deiner Sprengung erzählt. Lokov hat noch gezittert wie ein Zweiglein. Hey! Wichtig ist nur, dass alle am Leben sind. Aber nicht dank Ulvand. Habt ihr schon mit ihm geredet? Wir sind auf der Warteliste. Er traut sich nicht, uns alle gleichzeitig vorzulassen. Wir müssen zusammenbleiben, falls er seine Schläger auf uns hetzt. Ihr seid doch schon verschwunden. Ich kann mich um Alvand kümmern.
Ihr müsst nicht bleiben. Wissen wir, du alter Hammer. Passt auf euch auf. Ich wette gar nichts. Nur ein Idiot würde zu diesem Signalturm klettern. Okay. 50 Schaden, dass der Typ zuerst fällt. Du bist unglaublich... Da. Gräber. Die brauche ich jetzt. Da müssen wir gucken, ob wir nochmal an so eine Echo-Hülse kommen. Und dann brauche ich noch ein Horn vom Reißer. Schade. Ich glaube, ich habe schon meine Echo-Hülse. Ja. Klanghülse. Finde ich richtig gut gemacht, dass man die Teile so abschießen muss diesmal, um die zu sammeln. Das geht auch mehr und mehr so in die Richtung wie bei Monster Hunter.
Tritastic, moin, alles gut? Es gibt eine neue Nebenquest. Moin Knorke. Okay. Hier sind ja sogar mehrere Nebenquests. Ich gehe mal ganz kurz auf Toilette, Leute, und dann machen wir weiter, ja? Ich bin sofort wieder da. So. Bin wieder da. Ich mache im Facecam weg, Leute, weil ich frühstücke nebenbei. Und wir gucken jetzt mal hier wegen den Quests noch. Geil, dass es hier noch Nebenquests gibt. Da habe ich Bock drauf. Auf den Geschmack gekommen? Noch eine Runde. Hab gehört, du warst fleißig. Also ich werde wohl noch ein paar hiervon brauchen, bevor ich wieder an die Schmiede gehe. Beschäftigt dich etwas? Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber Alwund tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Wenn du das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Ich weiß. Sie lassen niemanden auf den alten Bergpfad südwestlich von hier. Und genau das ist das Problem. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen. Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkarger sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen. Was weißt du noch über diese Schattenkarger-Flüchtlinge? Na, zunächst mal nennen sie sich nicht Schattenkarger. Zumindest nicht mehr. Sie sind andere Sonnenverrückte. Aber ob Sonne oder Schatten, sie sind friedlich durch und durch. Sie wollen wohl nur einen Ort zum Leben und beten und genug zu essen, um nicht zu verhungern. Also lagern sie bei einem Pfad, blockieren den Weg zu einem Sturmvogel und warten auf was genau? Ich weiß es nicht, aber ich sag dir eins. Wenn sie klug sind, bergen sie ihn. Sturmvogelherzen sind wertvoll. Und wer es zuerst hat, ist nach Osseram Gesetz der Besitzer. Nicht, dass Tolland Rheinleier sich je um Recht und Gesetz scheren würde. Wer ist dieser Tolland Rheinleier? Einfach ein Pfandleier. Er hat einen Laden hier. Lebt in Kettenkratz, seit es Kettenkratz gibt. Er ist ganz dicke mit Alwund. Die beiden sind eng wie zwei Briketts im Feuer. Tolland arbeitet für Alwund? Ha, Alwund denkt das vielleicht. Aber Tolland macht sein eigenes Ding. Und er ist kein Typ, der sich von ein paar Flüchtlingen um ein Sturmvogelbauteil bringen lässt. Also die Dornrücken im Schrecken. Du bist ein Schwein.
Schlimme Viecher, diese Dornrücken. Sie waren eines Tages plötzlich da, rasten im Tal herum wie aus der Schmiede geschossen. Wir haben gute Leute verloren. Der Balk sei gesegnet, dass du sie erledigt hast und hier wieder alles läuft. Das hat Orwund einen Schlag versetzt. Wenn wir sie doch nur endgültig vernichten und ihn aus der Stadt vertreiben könnten. Aber was nützen Orwund die Dornrücken im Schrecken? Ein Wort. Konzessionsdekret. Da niemand weiß, woher die Dornrücken gekommen sind, schiebt Orwund den Kaja die Schuld in die Schuhe. Er hofft, genug alte Feindseligkeiten zu wecken, um mit einem Streik die Konzession zu erzwingen. Das ist sein letzter Strohhalm. Er versucht, die Arbeiter aufzuhetzen, seit er in die Stadt gekommen ist. Also das. Ich glaube, die Dornrücken kamen aus Orwunds alter Mine. Na, der Funke könnte ein Feuer entfachen. Kannst du's beweisen? Ich arbeite dran. Bei der Schmiede. Gib mir Bescheid, wenn du sicher bist. Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Peter sagte, Tolland hat einen Laden hier in Kettenkratz. Ich könnte zuerst mit ihm reden. Bobbylo, ja, daran soll was gemacht werden. Ich kann da leider auch sehr bedingt nur noch was machen, weil hardware-technisch habe ich das krasseste, was geht zum Streamen. Ich mache erstmal die Quest, da habe ich jetzt Bock drauf. Und Quarkbällchen, danke schön für den Follow, ne? Liebe geht raus. Ich kann einen dieser Stürmer überbrücken. Ich muss vorsichtig sein, um die Herde nicht aufzuschauen. Da will ich noch keinen überbrücken. Schau mich mal ganz kurz hier hin. Ich mache mir mal eben einen Ginger Ale. Bisschen frische Luft hier ins Zimmer lassen, ey. Also wie gesagt, Bobbylo, da kannst du halt relativ wenig gerade machen, ne? Das wird auch noch dauern, bis Twitch da, glaube ich, was liefert. Aber die sind da an was dran.
Diese Schattenkarger müssen echt einstecken. Die Leute da werden angegriffen. Hey, da unten! Willst du nicht helfen? Nicht mein Job. Ich behalte das hier nur im Auge. Wir kämpfen gerade. Hey! Da kommen noch mehr Maschinen. Ich bin in Sicherheit. Ich mach den Rest. Geh, Lukascha. Ich helfe der Nora. Wolkenwolf, dankeschön für 5 Monate. Liebe geht raus. Und Matze 3, dankeschön für den Follow. Willkommen. Und Zebra Nutella, dankeschön, ne, für die Unterstützung auf TikTok. Die Retterin von Meridian in Aktion. Komm schon, komm schon. Quackbällchen, moin erstmal, herzlich willkommen. Ich bin auf normal am Spielen. Sind die Schattenkaja nicht sicher? Die Show ist wohl vorbei. Alles wird gut. Sind alle okay? Gebeutelt, aber nicht geschlagen. Unser Orden sieht einen weiteren Morgen. Bist du dir da sicher? Wir sind Entbehrungen gewöhnt, Nora. Wir haben das halbe Sonnenreich durchquert, nur mit dem, was wir am Leib tragen. Und sobald unser Sonnenpriester zurückkehrt, liegt unser Weg vor uns. Darauf warten wir. Ihr solltet lieber woanders warten. Deine Leute brauchen Schutz. Östlich von hier ist eine... Kettenkratz. Ja, das wissen wir. Savoha sagt, sie sei nicht passend für uns. Wer? Unser Sonnenpriester. Unser Orden ist weit gekommen, dank seines leitenden Lichts. Okay, und wo ist dieser Savoha? Er stieg vor 3 Tagen hoch zum Turm, um zu meditieren, und wird dort bleiben, bis die Sonne ihm den Weg in die neue Heimat weist. Der gefallene Sturmvogel ist ein Omen, sagte er. Und natürlich ist das so. Verstehe. Und wie lange wollt ihr hier auf ihn warten? Bis er zurückkommt. Er wird zurückkommen. Er muss... Ich mach mal ganz kurz hier eine angepinnte Nachricht. So. Ihr seid Schattenkaja, nicht wahr? Wir sind der Orden des Zwielichts. Der Unterschied ist, als der Thronräuber Awad seinen Vater tötete, flohen wir mit den Schattenkaja nach Sonnenfall. Das Leben dort war schwierig. Savoha sah unser Elend, richtete uns auf, beschützte uns vor den korrupten Priestern und herzlosen Falken. Als ihre Herrschaft endete, führte Savoha uns aus den Schattenlanden. Die lange Nacht endet.
Und die sinkende Sonne führt uns zur Erlösung, sagte er. Und er taufte uns Orden des Zwielichts. Wir zogen nach Westen für ein besseres Leben. Konntet ihr nicht zurück nach Meridian? Avad ist ein Vatermörder. Wir werden nicht vor ihm niederknien. Wir wandern im Zwielicht in unsere neue Heimat. Savohar wird uns hinführen. Aha. Da ist ein Osaram in Kettenkratz, Tolland. Er will den Sturmvogel da oben. Ja, er war gestern schon hier. Ein unangenehmer Kerl, selbst nach Osaram-Maßstäben. Er hat viele Drohungen ausgestoßen. Doch wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Alles schön und gut, aber er hat Freunde. Früher oder später taucht die ganze Bande hier auf. Savohar wird kommen. Das tut er immer. Wir müssen ihm nur mehr Zeit lassen. Ihr habt keine Zeit, Lokasha. Ihr solltet zusammenpacken und... Wir werden hier bleiben. Und niemand darf seine Meditation unterbrechen. Tja, sie werden's versuchen. Euer Priester, Savohar. Er ist also schon 3 Tage da oben? Seine Meditation braucht Zeit. Dann macht er das öfter? Tagelang meditieren? Naja, normalerweise dauert es nicht so lange. Aber er wird uns schon führen. Das tut er immer. Wir glauben daran. Aber eine Bleibe scheint mir dringender zu sein. Sieh euch doch an. Die Maschinen hätten euch fast ausgelöscht. Und Osaram-Schläger beobachten euch bereit zuzuschlagen. Ihr seid hier in Gefahr. Ihr müsst Savohar holen und verschwinden. Die Situation. So schlimm war es noch nie. Ich weiß, wir können nicht hierbleiben, aber ohne Savohar, der uns führt, ich bin... Lass mich da hoch. Ich überzeug ihn, dass ihr weiterziehen müsst. Aber seine Meditation... Wenn er noch keine Vision hatte, wird er nicht mitkommen. Lass mich wenigstens nach ihm sehen. Wenn er schon 3 Tage dort ist. Ja. Ja, das ist vernünftig, nehme ich an. Bitte, pass auf. Der Weg, der zum Turm führt, ist brüchig. Savohar ist stark, aber der Aufstieg war sicher nicht leicht. Das ist er selten. Lass die Nora durch. Moin, Knecht. Alles gut? Ich sollte wohl hochgehen. Lokasha hatte recht. Der Weg ist in schlechtem Zustand. Sieht frisch aus. Muss abgebrochen sein, als Savohar hier hochkam. Ludial TV, moin, alles gut? Schön, dass du da bist. Ich glaube, ich kann die Balken erreichen, wenn ich gegen die Klippe springe.
Okay. Bei mir ist alles bestens. Danke, danke. Das wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Die Leiter muss hinter Savoha gebrochen sein. Ich muss anders da hochkommen. Zerstörte Brücke. Vielleicht kann ich zur anderen Seite springen. Usch, moin. Alles gut? Da ist nichts mehr. Sehr viel Blut. Savohas? Er muss sich beim Überqueren der Brücke ziemlich schwer verletzt haben. Das sieht nicht gut aus. Er hat eine Spur hinterlassen. Ich kann... Da ist der Sturmvogel. Ich komme näher. Sie sieht den Sturmvogel. Ach, da. Boah, ist das ein Riesen-Oschi. Später zum Vorrat. Maschinen. Savoha muss sich vorbeigeschlichen haben. Ich kann mich vorbeischleichen. Oder sie erledigen. Also hier wird sicher nichts vorbeigeschlichen. Hier wird alles erledigt. Wir brauchen die XP. Horizon hat ein bisschen was von Tomb Raider. Findest du? Ja, schon, die Open World halt. Kann ich ehrlich nicht so viel zu sagen, weil ich habe die neueren Tomb Raider-Teile nicht mehr gezockt. Ja, vorbeischleichen. FX. Und die Gegner zu töten, da schleichen wir uns ran. Also sie hat ja gesagt, wir können uns vorbeischleichen oder gegen die Gegner kämpfen. Und hier wird immer gekämpft, für die XP alleine schon. Oder leveln. So, und dann... Bevor es jetzt hier weitergeht... Gucken wir uns jetzt erstmal hier noch um.
So. Das Zabuhar. Er sieht schlecht aus. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Die wahre Sonne über mir. Du musst Zabuhar sein. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Nein. Das Gefäß muss für die Vision völlig leer sein. Du brauchst keine Vision. Du brauchst medizinische Versorgung. Auf dem Weg hierauf habe ich gesehen, wie brüchig er ist. Hast du dich beim Aufstieg verletzt? Mein Schmerz. Er gehört zum Ritual. Du bist schwer verletzt. Und deinen Leuten läuft die Zeit davon. Den Sturmvogel anzustarren bringt überhaupt nichts. Du begreifst das Omen nicht. Er fiel hier beim Signalturm. Ich muss nur den düsteren Pfad sehen. Und meine Leute finden ihre Heimat. Hör zu. Lukasha tut da unten ihr Bestes, aber Maschinenangriffe, wütende Osaram. Der Orden hat Angst, Savoir. Der letzte Glanz der Abendzeit wird die Angst auflösen. Ich glaube nicht. Was glaubst du, was hier passieren wird? Dass die Sonne dir etwas zeigt, wenn du lange genug hier sitzt? Den Weg zur neuen Heimat. Die gefallene Maschine bedeutet, dass der Sturm vorüber ist. Und Erlösung naht. Oder dass ein Osaram sie über einem alten Turm abgeschossen hat. Ich glaube, deine Lunge ist verletzt. Gebete heilen das nicht. Die Sonne gibt mir Kraft. Und ich bin fest im Glauben. Der Blutverlust sollte dir mehr Sorgen machen. Deine Leute machen sich Sorgen um dich. Sie brauchen eine Bleibe. Sicherheit. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit. Ich glaube, du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Die wahre Sonne über mir. Ich muss zu diesem Sturmvogel und sein Herz holen. Junge. Glück hat die da noch sich dran gehalten, ey. Ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles ist? Oh, ich muss da lang, so wie es aussieht. Red Bunny, moin! Ich find's sehr geil, das Game. Ich hab ultra viel Spaß. Der Osaram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt.
Mit dem Herz sollte der Orden eine Unterkunft bezahlen können. Etwas Essen und frische Kleidung würde auch nicht schaden. Zurück. Tarkan live, moin. Ja.